Hallo und ein herzliches Grüß Gott. Hier ist wieder die Andrea Sauvigné, Präsidentin des Vereins Wege in die neue Zeit e.V. und Heilpraktikerin und Lehrerin für Sport und Chemie. Ich grüße euch ganz herzlich und heute geht es weiter mit dem vierten Teil zu unserem Thema Stress und ätherische Öle. Und wir werden uns heute mit den Hinweisen beschäftigen, die hilfreich sind, wie man ätherische Öle am besten anwendet. Vielleicht fassen wir erstmal zusammen, was sich Menschen von ätherischen Ölen so erwarten. Einmal natürlich Inhaltsstoffe, dann auch eine therapeutische Wirkung, mit denen mich die ätherischen Öle unterstützen können, den beruhigenden Effekt und natürlich auch ätherische Öle, dass die die höchste Qualität haben, das Bestmöglichste sind, was man ebenso erhalten kann. Wenn wir ätherische Öle anwenden, ist mal wichtig zu wissen, wie wir das tun. Und das können wir einmal aromatisch machen, dass wir es also inhalieren. Dann können wir es topical, wäre der englische Ausdruck für Anwendung auf der Haut oder über die Oberfläche. Und internal wäre dann die innere Einnahme. Da können wir erstmal sagen, Dauerbeduftung versus Riechintervallen. Und da haben wir ja das letzte Mal gesagt, dass die Moleküle, die Duftmoleküle auf spezifischen, für sie spezifischen Rezeptoren andocken. Da sitzen sie dann erstmal drauf. Dann geht der Impuls, der elektrische Impuls in den Riechkolben und von dort in das limbische System. Und so ein Molekül sitzt dann eine kurze Zeit drauf und so geht der Impuls ungefähr 4 bis 5 Sekunden in das Gehirn, sodass nach 6 Sekunden so ungefähr eine Riechblindheit eintritt. Das heißt also, ein zusätzlicher Duft wird gar nicht wahrgenommen. Das heißt, das haben wir gerade schon gesagt, also wenn wir einen Stoff riechen können, besitzen wir für diesen auf der Nasenschleimhaut einen eigenen Rezeptor, wobei man dann ein bisschen differenzieren müssen. Also ein Stoff, wenn wir das als Rosenduft bezeichnen, dann setzt sich so ein Rosenduft eben schon aus vielen verschiedenen Stoffen zusammen. Duftstoffen und diese Gesamtkomposition dieser vielen verschiedenen Duftstoffen, die macht dann diesen charakteristischen, für diese spezielle Rosenart eben typischen Rosenduft aus. Dann wissen wir ja, dass jede Rose, jeder Rosenstock irgendwie auch anders duftet. Also wir besitzen ungefähr 400 verschiedene Rezeptoren, haben wir schon gesagt. Dann, wenn die Duftmoleküle auf den Rezeptor treffen, löst dies einen elektrischen Impuls aus und der geht in das limbische System hinein. Also der Rezeptor ist nur etwa 5 bis 6 Sekunden aktiv, haben wir auch gerade schon gesagt. Danach ist er geruchsblind erstmal und benötigt eine kurze Erholungsphase. Das heißt, wenn wir optimale Wirkeffekte erzielen wollen, dann brauchen wir eine intervallartige Anwendung. Man kann, wenn man verschiedene Düfte hintereinander wahrnehmen möchte, gerade wenn man auch sich noch nicht so ganz entscheiden kann, welches ätherische Öl gefällt mir denn am besten, dann eignet sich Kaffeeduft ganz gut zur Neutralisierung. Also immer mal in Kaffee hineinriechen und dann in das nächste ätherische Öl. Die aromatische Anwendung, wenn wir die betrachten, dann haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, wir halten die Flasche direkt unter die Nase und atmen da mal vorsichtig durch die Nase ein. Wir können das auch so hinfächeln und nehmen dann den Duft entsprechend wahr. Etwas intensiver ist die Inhalation in der Hand. Da gibt man 1 bis 2 Tropfen ätherisches Öl in die Hand und verreibt die. Mit einer Hand macht man eine lockere Faust, mit der anderen Hand flach, legt man unter die Faust. Dann habe ich hier so ein Loch und in dieses Loch kann ich die Nase hineinhalten und dann entsprechend einatmen. Und den Rest des Öls kann ich dann in den Nacken einreiben.
Wichtig dabei ist, sollte so ein ätherisches Öl aus Versehen in die Augen bekommen, also ich würde es niemals hier so direkt an den Augen anwenden, sondern wenn, dann höchstens Schläfe oder hier so unterhalb, aber nicht auf die Augendeckel, weil wenn die ätherischen Öle ins Auge kommen, dann brennt es per se sehr stark. Das Gute ist, es kann dabei nichts passieren. Das nicht so Gute ist, dass es ziemlich wehtut und am besten wartet man dann auch erstmal ab, weil die Augentränen oder die Tränenflüssigkeit spült das Öl dann auch ein bisschen heraus. Das Problem ist aber, die Öle sind nicht wasserlöslich. Also wenn ich dann versuche, die Augen mit Wasser auszuspülen, dann wird es in der Regel noch stärker, weil die ätherischen Öle dann noch mehr an der Hornhaut kleben bleiben, weil sie eben nicht wasserlöslich sind. Ja. Und in der Tränenflüssigkeit, da sind noch ein paar andere Stoffe drin, sodass das ätherische Öl von den Tränen besser ausgespült wird. Letztendlich können die aber die Hornhaut nicht schädigen. Die Öle werden dann schon auch in die Hornhaut eindringen und da wirken, wie sie das immer tun, also nicht schädlich, sondern eben als Impulsgeber. Aber wie gesagt, eher mal vermeiden. Dann gibt es noch die dritte Anwendung, die Anwendung über einen Diffusor, also so einen Kaltvernebler. Da sind geräuscharme Varianten mit geringer elektromagnetischer Abstrahlung vorzuziehen. Hilfreich ist durchaus auch ein Diffusor mit einem Akku, den ich nur teilweise an Strom anschließen kann. Da habe ich mir jetzt gerade einen besorgt, von dem ich total begeistert bin, weil jetzt kann ich das auch im Auto mitnehmen oder wenn ich unterwegs bin, ohne dass ich immer gleich eine Steckdose brauche, kann ich den Diffusor 8 Stunden laufen lassen. Das reicht in der Regel den ganzen Tag. Und habe dann eben entsprechend die Vernebelung um mich herum und die entsprechende positive Beeinflussung meiner Achtsamkeit, meiner Konzentrationsfähigkeit und die Stressreduktion und was auch immer. Was wir vorher ja gerade schon besprochen haben, wichtig ist, dass man einen Vernebler hat, der in Intervallen arbeiten kann. Das sind in der Regel die hochpreisigeren, also schaut da nicht so sehr auf den Preis, sondern dass der Vernebler auch das machen kann, was sinnvoll ist, nämlich nicht Dauer vernebeln, weil dann nehme ich nichts mehr wahr nach 5 bis 6 Sekunden, sondern Intervall vernebeln und jedes Mal, wenn das neue Intervall kommt, nehme ich den Duft wieder intensiv wahr und dann hat er auch somit seine Wirkung wieder neu zu entfalten und so habe ich jedes Mal wieder einen neuen Impuls. Eine farbige Lichtzuschaltung kann zusätzliche emotionale Effekte bringen. Da ist dann einfach wichtig auch, dass man das Licht auch ausschalten kann, dass es einem dann nachts nicht stört. Wenn wir zu der topischen Anwendung kommen, also die Einreibung, da ist es sinnvoll, mit einem Öl das Ganze zu verdünnen. Und da wäre zum Beispiel Kokosnussöl ganz sinnvoll, am besten ein fraktioniertes, das dann nicht bei Raumtemperatur fest ist. Man kann natürlich auch ein normales Kokosöl nehmen, das bei Raumtemperatur fest ist und in der Hand erstmal ein bisschen flüssig machen. Dann riecht es aber so stark nach Kokosöl, also geruchsneutral wäre erstmal so ein fraktioniertes Kokosöl. Selbstverständlich kann man auch Mandelöl, Jojobaöl oder sonstige andere Hautcremes nehmen. Muss man immer nur darauf achten, dass man nicht da eine Hautcreme hat, die mit den ätherischen Ölen dann auch reagiert. Weil die ätherischen Öle insgesamt in der Regel viele Doppelbindungen enthalten und von daher auch relativ reaktionsfreudig sind. Also wenn dieses fraktionierte Kokosöl auf der Haut aufliegt, bleiben die ätherischen Öle, weil fettlöslich, darin dann auch gelöst und diese Ölschicht bewirkt, dass das ätherische Öl festgehalten wird. Während wenn wir das ätherische Öl direkt auf die Haut auftragen, dann haben wir zum einen manchmal Irritationen, weil die Konzentration für die Hautzellen zu hoch ist
und zum anderen diffundiert ein Teil des ätherischen Öls immer nach außen weg, weil ja unsere Haut in der Regel dann auch die 36 Grad warm ist und die meisten ätherischen Öle da schon verduften. Es sei denn, sind so harzige Öle wie Vetiver oder Myrrhe. Da ist es nicht so stark der Fall, aber auch die sind besser mit dem fraktionierten Kokosöl eben einzureiben. Also eine verdünnte Anwendung ist zum einen gesünder, also mit weniger Nebenwirkungen wie Hautreaktionen, Hautirritationen behaftet und zum anderen auch effektiver. Und ich kann es auch großflächiger verteilen. Eine tolle Möglichkeit ist auch die Fußmassage. Die stimuliert zum einen die Erweiterung von Blutgefäßen und zum anderen verbessert es die Aufnahme von flüchtigen Verbindungen über die Haut, sodass wir da entsprechend eine Tiefenwirkung haben. Man kann natürlich auch auf dem Rücken massieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Ölen, eine Aromatouch-Therapie, die eine eigene Ausbildung beinhaltet oder mit Hinweisen, welche Öle da genommen werden können. Also sehr spannend. Das werden wir im Rahmen des Vereins auch noch irgendwann mal anbieten, wenn es denn diese ganzen Corona-Verordnungen wieder zulassen. Es gibt Reflexzonen bei Überreizung und Schwierigkeiten beim Abschalten, die man da speziell behandeln kann. Und zwar sind da besonders die Reflexzonen vom Großhirn, aber auch von der Hypophyse. Ich habe das mal hier rosa, das wäre hier die Hypophyse, haben wir schon vorher oder im letzten Video mal anklingen lassen, dass die Hypophyse, die unterhalb des Hypothalamus hängt, der das Tor zum Bewusstsein ist, und die Hypophyse ist sozusagen die Schaltzelle oder Schaltstelle zwischen Nerven- und Hormonsystem. Also da können wir sowohl das Nervensystem günstig beeinflussen in Richtung Stressreduktion als auch das Hormonsystem. Hier haben wir, das ging jetzt ein bisschen in der Animation durcheinander. Ich wollte noch die Epiphyse sagen. Das ist die Schalt, die sitzt hier. Das ist mit dem dritten Auge, also in der Mitte des Gehirns, wird es in Verbindung gebracht. Und das ist die Schaltzelle zwischen, die Schaltstelle zwischen Gefühl und höherem Bewusstsein. In der Epiphyse oder Zirbeldrüse, da wird die Aminosäure Tryptophan in das Glückshormon Serotonin umgebildet und aus dem Serotonin das Schlafhormon Melatonin und letztendlich noch ein weiteres Hormon, das DMT, das Dimethyltryptamin, das diese Schaltung eben in das höhere Bewusstsein ermöglicht, also diese luziden Wachträume ermöglicht. Das ist sehr, sehr spannend, diese Zirbeldrüse, und die zu aktivieren ist also eine ganz spannende Sache in Richtung positive Stimmung, Schlaffähigkeit und eben auch Offenheit für Übersinnliches oder Informationen, die von anderen Quellen eben an uns herantreten. Wenn wir das schauen, das habe ich von einem Plakat, das ich in meiner Praxis schon seit Jahrzehnten hängen habe, Physiotherapie 1, Reflexion Hand und Fuß. Und das sieht man hier an der Großzehe, haben wir hier das Großhirn dunkelblau. Wenn wir hier und hier vergleichen, dann haben wir hier die Zirbeldrüse und die Hypophyse. Das heißt, ich habe hier direkt die Reflexzonen, die ich behandeln kann, wenn ich da ein ätherisches Öl auftrage, und auch das Kleinhirn kann ich da mit Koordination und so weiter dann beeinflussen. Und hier am Daumen haben wir das genauso. Das heißt, wenn ich das ätherische Öl hier auf den Daumen auftrage und damit dann von unten meinen Großzeh massiere, dann habe ich die allerbesten
Wirksamkeiten. Ich habe da von einer Mutter was gehört, die 4 autistische Kinder hat, die dann immer eine Mischung, die unter anderem Lavendel und Sandelholz enthält und Weihrauch, das man dann unter der Großzehe einreibt und die Kinder dann aus ihren Anfällen direkt in die Entspannung hineinkommen, wenn eben diese Großzehen dann entsprechend massiert werden. Also eine tolle Möglichkeit, um selber sich entsprechend zu beeinflussen. Wenn wir vergleichen, was ist denn der Vorteil von ätherischen Ölen im Vergleich zu Beruhigungs- und Schlafmitteln? Dann haben wir die Problematik bei den Beruhigungs- und Schlafmitteln, dass sie müde machen, dass sie die Leistungsfähigkeit reduzieren, dass sie die Leber belasten und dass sie oft abhängig machen, das heißt einen Suchtfaktor haben. Manche Schlaf- und Beruhigungsmittel schon nach 10 Tagen Einnahme. Wenn wir jetzt ein ätherisches Öl dagegen vergleichen, dann reduziert so ein ätherisches Öl die Leistungsfähigkeit nicht, sondern aktiviert entsprechende Hirnareale, wie eben das limbische System, wie eben Epiphyse und Hypophyse. Und die belasten die Leber nicht. Die haben kein Suchtpotenzial und die besitzen meist noch viele weitere positive Effekte. Das heißt, es ist erstmal so einem ätherischen Öl den Vorzug zu geben, dass man erstmal diese Variante dann auch ausprobiert. Ein Tipp für mehr Effektivität erhalten wir, wenn wir uns erst erden und zentrieren und dann entspannen. Der Tipp kam von einem Bekannten, der mit vielen Sportlern arbeitet und der hat gesagt, dass häufig eben dieses Gedankenkreisen so da ist und darüber dann gar nicht in die Entspannung gekommen wird, dass es erstmal wichtig ist, eben sich zu erden und zu zentrieren. Also das wäre dieses. Das können wir zum Beispiel mit ätherischen Ölen oder Mischungen machen, die überwiegend holzig oder erdigen Duft haben. Da wären zum Beispiel Weihrauch und Myrrhe und Sandelholz zu nennen. Auch Nadelhölzer oder Koniferen, die Düfte da draus, zum Beispiel sibirische Tanne oder Zypresse, Zypressenöl, aber auch Rosmarin und Thymian. Obwohl das Rosmarin interessanterweise häufig als anregender Duft auch empfunden wird, aber es geht hier eben hauptsächlich mal um diese Zentrierung und die Anregung, die schadet überhaupt gar nichts, weil ich kann auch durchaus in der Entspannung angeregt sein, sodass ich mich besser konzentriert kann, aber aus der Entspannung raus aktiv werden kann. Also je nachdem, was man eben erreichen möchte. Und dann wäre eher, dann erst würde die Entspannung kommen, also mit Ölen, die überwiegend blumigen Duft haben, sind da geeignet, also Blumendüfte wie Lavendel, Rosengeranie, Rose, Neroli, das wären Orangenblüten oder Jasmin. Auch der Muscatella-Salbei, Basilikum ist gut geeignet und die römische Kamille. Wie schnell wirken ätherische Öle? Das war ja vorher schon mal angefragt oder beziehungsweise angedacht. 22 Sekunden brauchen Moleküle, bis sie das Gehirn erreichen, wenn wir also über die Nase gehen. 2 Minuten brauchen die Moleküle, wenn wir topisch einreiben, also über die Haut. Dann brauchen die also, bis sie im Blut sind, 2 Minuten. Und 20 Minuten brauchen die Moleküle, bis sie jede Zelle im Körper erreicht haben. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt die Entspannung fördern möchte, dann würde ich mir die Großzehen erstmal mit so einem holzig-erdigen Duft einreiben und kurz drauf dann mit Lavendel oder Rose oder Neroli oder Jasmin, dass ich dann eben entsprechend dann schlafe. So, jetzt kommt hier noch ein kleiner Nachschlag zu der Anwendung von ätherischen Ölen und zwar diese sichere Dosierung von ätherischen Ölen. Hier sehen Sie eine Tabelle, wie wir
die Dosierung anschauen können, also die aromatische Dosierung durch Inhalation oder Diffusion. Bei den Erwachsenen keine Begrenzung der Tropfenzahl. Da tue ich in der Regel so 10 bis 15 Tropfen in den Diffusor oder also 10 bis 15 Tropfen insgesamt und manchmal auch gemischt von verschiedenen Ölen oder häufig gemischt. Und bei Kindern würde ich etwas weniger nehmen und bei kleinen Kindern unter 7 Jahren auch etwas weniger. Aber im Grunde gibt es da keine Begrenzung und man kann das täglich mehrfach anwenden. Wichtig eben dabei, diesen Diffusor mit Intervallschaltung, dass immer mal wieder der Duft kommt und dann der Duft auch mal wieder weg ist. Innerlich in einem Glas Wasser oder Saft verdünnt, bei Erwachsenen ideal wäre 2 bis 4 Tropfen am Tag, maximal innerhalb von 24 Stunden 12 bis 24 Tropfen. Bei Kindern über 7 Jahren bis hin zur Pubertät 1 bis 2 Tropfen, ideal in 24 Stunden 3 bis maximal 12 Tropfen und Kinder unter 7 Jahren gar nicht innerlich einnehmen, weder in Kapselform noch in der Verdünnung. Bei Erwachsenen kann dann auch die Kapselform eingesetzt werden. Da gibt es auch tolle Kombinationen, zum Beispiel Kurkuma als Trockenextrakt und dann eben in der Kombination mit dem ätherischen Öl mit einer fantastischen Bioverfügbarkeit. Dermal können alle Altersgruppen das ätherische Öl verwenden, allerdings wie gesagt nicht direkt auf die Haut, sondern verdünnt in fraktioniertem Kokosöl oder anderen Ölen. Und da haben Sie hier in der Tabelle die Dosierung für die entsprechenden Kinder angegeben und Erwachsenen oder Altersstufen. Ich habe hier nochmal anders aufgetragen, eine Verdünnungstabelle für ätherische Öle. Hier sind nochmal die Trägeröle angegeben. Die sollten möglichst reaktionsarm und geruchsneutral sein, also wenige bis keine Doppelbindungen, damit keine chemischen Reaktionen da mit ätherischem Öl und Trägeröl laufen und die ätherischen Öle dann vom Trägeröl auch gut in die Haut diffundieren können. Da ist vor allen Dingen das fraktionierte Kokosöl zu betrachten. Das ist etwas angenehmer, als wenn man festes Kokosöl nimmt. Das schmilzt dann zwar in der Hand, aber riecht dann so stark noch nach Kokosöl und das fraktionierte Kokosöl, das riecht praktisch fast gar nicht. Da handelt es sich überwiegend um die Kaprylsäure und die ist ideal für in der Kombination mit den Phospholipiden der Haut. Mandelöl ist auch günstig, Jojobaöl wäre auch eine Variante oder eine neutrale Körperlotion oder Creme. Wenn man jetzt schaut, dass man in das Trägeröl hineingibt, zum Beispiel 10 Milliliter, dann erhält man, wenn man 6 Tropfen von dem ätherischen Öl in 10 Milliliter gibt, eine 3%ige Verdünnung und entsprechend gesteigert dann bis 100 Milliliter. Da wären wir bei Einsatzgebieten für akute Situationen, also Entzündungen, Sportverletzungen und so weiter. Und das wäre in jedem Fall eine kurzfristige Anwendung, um die Haut nicht dauerhaft zu schädigen. 2%ig geht es dann entsprechend runter, also 4 Tropfen pro 10 Milliliter bis 40 Tropfen auf 100 Milliliter. Da wären wir bei der Anwendung für Erwachsene mit normaler, nicht sensibler Haut 1%ig, 2 Tropfen pro 10 Milliliter bis 20 Tropfen pro 100 Milliliter wären wir bei einer günstigen Anwendung ab 7 Jahren oder Erwachsene mit sensibler Haut und auch wenn ein Öl langfristig angewendet werden soll. 0,5%ig, also 1 Tropfen auf 10 Milliliter und 10 Tropfen bis 10 Tropfen auf 100 Milliliter, wären wir bei einer Verdünnung angelangt, die auch für Babys interessant ist, für Kinder bis zu 7 Jahren, für Schwangere und für betagte Menschen, die dann schon eine hochsensible
Haut haben. Geht es beim nächsten Mal hauptsächlich um die Qualität von ätherischen Ölen, auf was man da achten sollte, wenn ich mich für ein bestimmtes ätherisches Öl einer bestimmten Firma entscheide. Bis dahin wünsche ich dufte Entspannung und verabschiede mich für heute. Tschüss, hier war die Andrea Sauvigny, Präsidentin von dem Verein Wege in die neue Zeit e.V. Wir freuen uns, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, gerne über die E-Mail. Da können auch Fragen gestellt werden und wir freuen uns natürlich auch über Unterstützung und für nur 20 Euro im Jahr kann man bei uns schon Fördermitglied werden und auch an vielen weiteren Aktionen teilnehmen. Und wir freuen uns, wenn wir in die Breite wachsen und viele, viele Mitglieder haben, die gemeinsam neue Wege in die jetzt anstehende Zeit auch gemeinsam finden. Tschüss!